Sie fordern Gerechtigkeit, gedenken des 25. August als ihres schwärzesten Tages. Allah bete dieser Mann, erweiche die Herzen der Regierung in Myanmar. Doch die gibt militanten Rohingya die Schuld an den Ereignissen vor einem Jahr, will den Flüchtlingen keine sichere Rückkehr garantieren. In Myanmar haben sie unsere Männer getötet, unsere Frauen vergewaltigt, unsere Häuser abgebrannt, deshalb mussten wir fliehen. Im größten Flüchtlingslager drängeln sich fast 700.000 Menschen. 5 Camps gibt es insgesamt. Unter den vielen Kindern sind 6.000 Waisen. Die Eltern wurden bei den Pogromen getötet oder starben auf der Flucht. Er hat überlebt, einen Laden eröffnet, hat Frau und 4 Kinder. Kann er sich vorstellen, in die alte Heimat zurückzukehren? Zunächst müssen sie uns dort Pässe geben. Die gab es früher nicht. Außerdem wollen wir Schutz durch UN-Truppen und dass sie in Myanmar unsere Dörfer wieder aufbauen. In Bangladesch haben die Rohingya keine Perspektive, dürfen die Lager nicht verlassen. Den internationalen Hilfswerken ist es gelungen, die Grundversorgung zu gewährleisten. Eine Lösung ist das nicht. Wenn die Verhältnisse in Myanmar stabil sind, dann ist eine Rückkehr der Rohingya natürlich möglich, aber sie muss freiwillig erfolgen. Zurück in ihre zerstörten Siedlungen? Viele Rohingya sind zu traumatisiert, um daran überhaupt zu denken.